Eichgraben verzeichnet seit Jahren einen konstanten Anstieg der Einwohnerzahlen. Zur Verbesserung der Freizeitangebote hat die Gemeinde im Vorjahr einen neuen Fitness- und Bewegungspark für alle Altersgruppen errichtet. 60% der Gesamtkosten von rund 45.000 Euro wurden im Rahmen des LEADER-Programms von der EU übernommen. Die EU-Förderung ist für uns sehr wichtig, weil es ein Angebot ist, überhaupt über Projekte nachzudenken. Und dann kommen Leute zusammen und denken darüber nach, was brauchen wir, was können wir tun. Und in dem Fall war das der Mobipark, weil das ein Angebot war, das wir noch nicht hatten. Aber auch bestehende Einrichtungen wie das Wienerwaldmuseum haben von der EU profitiert. Mit dem Einbau eines rollstuhlgerechten Treppenliftes konnte im Vorjahr ein barrierefreier Zugang zum großen Veranstaltungssaal geschaffen werden. Ohne eine Förderung wäre das 60.000-Euro-Projekt für den Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein nicht finanzierbar gewesen. Der Verein hat ja nicht unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, sodass wir so eigentlich uns dazu entschlossen haben, das bei der EU einzureichen und zu hoffen, dass wir auch von der EU Geld bekommen. Ein gelungenes Beispiel für die Wirksamkeit von EU-Förderungen ist auch die alte Gärtnerei, die nach einem Ideenwettbewerb von der Gemeinde zu einem offenen Begegnungszentrum umgebaut wurde. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist ein privater Verein, der auch regelmäßig Workshops rund um die Themen ökologisches Garteln und Eigenproduktion anbietet. Für uns ist das ganz wichtig und entscheidend. Das ist ganz super, dass wir hier einen Ort haben, wo wir regelmäßig rein können, wo wir Veranstaltungen machen können. Wir können hier Saft pressen, es können Leute zusammenkommen, ihr Obst herbringen, bei einem Vortrag teilnehmen. Also für uns ist das ganz super und ganz wichtig und wir sind begeistert, dass das gemacht wurde. Das Projekt hat sich aber auch positiv auf den Bauernmarkt ausgewirkt, der seit der Verlegung auf das Areal vor der alten Gärtnerei zu einem wöchentlichen Fixpunkt geworden ist und eine wichtige zusätzliche Verkaufsmöglichkeit für Direktvermarkter aus der Region bietet.